Hallo und herzlich willkommen. Hallo, du Stimme da neben mir. Hallo. 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 So, wir haben den Livestream-Chat da. Hype! Jemand sagt Hype. Hype! Dir auch Hype. Ich dachte, das ist gar nicht deine Zeit. Wir haben davon gesprochen gerade eben, dass ich alt bin. Ja. Ja. Auf jeden Fall, wir spielen hier zusammen. Kannst du mal bitte deinen 3DS ins Bild halten? Wir spielen zusammen dieses Spiel. Ja. Hype. Grüße aus Tunesien. Da haben die Internet, das ihr benutzen könnt, um einen Stream zu hören. Krass. Halle Stimme aus dem Off. Genau, ich habe jetzt meine eigene Off-Stimme, die Sachen kommentieren kann wie eine Werbestimme oder so. Ja. Jetzt weiß er nicht, was er tun soll. Ja, hätte ich jetzt Orba da, dann würde ich das trinken. Okay, also auf jeden Fall, wir spielen ohne Umschweife. Was? Sie hat den größeren, genau. Ja, sie hat von uns beiden den größeren, das ist immer so gewesen. Und natürlich. Ja, in allen Belangen. Ja, ich habe auch die Hose an. Ich habe eine Hose ich an. Ich habe auch eine Hose an. Wir haben beide Hosen an. Ja. Ja, wir haben beide die Hosen an. Ja, ja, kann man so sagen. Also, auf jeden Fall für alle, die den Stream nicht sehen können, es wird auf jeden Fall auch trotzdem... In Parts erscheinen. In Parts erscheinen, genau. Das wollte ich gerade sagen. Das hatte ich nur vergessen, weil ich bin heute nicht so auf der Höhe, weil ich habe gestern noch den ganzen Tag damit verbracht, das auf Deutsch zu machen. Und das ist nicht mal alles auf Deutsch. So, wir gucken uns jetzt mal nicht diese... Volle Sequenz an. Die kommt nämlich gleich nochmal. Ich weiß. So. Oh nein, ich habe also das falsche Gas gedrückt. Was hast du gedrückt? Weiß ich nicht. Achso, du musst das oberste drücken, das ist der Hut für neues Spiel. Ja. New Game Move. Steht da zwar nicht, aber... Ja, toll. Okay, du kannst auch da alles auswählen. Also, ehrlich gesagt, sie ist schon ein bisschen weiter. Ich könnte ja zeigen, wo sie gerade ist. Okay, möchten wir doch mal zeigen, welche Namen wir jetzt wählen? Es gibt nämlich ein voll geiles Feature in diesem Let's Play, was ich gern zeigen würde. Und zwar das hier. Ja, eigentlich kann ich mich ja dann auch nennen, wie ich will. Ja. Ja. Weil an sich, wir haben ja zwei Spielstände mit zwei. Ja, wir haben jetzt nicht einen, wo wir zwei Namen reinquetschen können. Dann weiß ich, wie ich mich nenne. Hey. In Gedenken an denjenigen, der leider nicht. Oh. Phantom. Phantomon. Nein, das geht nicht. Das ist zu lang. Okay, also ich brauche was Kürzeres. Ich gebe das Wort P. Nein. Nein, das gebe ich nicht ich ein. Ich weiß nicht, ob die Texte das mal... Die Texte sind diesmal wahrscheinlich richtig platziert. Wo ist Phantom Ganon? Phantom Ganon wird bei diesem Spiel leider... Aus zeitlichen Gründen. Ja, weil wir wollen schon... Wir wollen der Markersatz. Sie ist der Markersatz. Das Einzige, was wir noch anmachen könnten, wäre ein Soundmark. Der könnte eventuell so ein kleines bisschen noch... für Stimmung sorgen. Ich könnte Marc auch mal fragen, ob er irgendwann mal die Zeit hat, noch ein paar Sounds für mich einzusprechen, die ich dann sehr schön verwenden kann. Naja, jedenfalls... Halt die Fresse und spiel endlich das Spiel weiter, Mann! Genau. Ich gebe mal meinen Namen ein. Ich finde das toll, Soundmark zu haben. Wie nenne ich mich denn jetzt aber dann? Sternchen, 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 Oh! Das ist ja auch geil. Ich habe eine Idee. Zurück, 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 zurück. Nee. Okay. Ah, Sternchen Ido. Ja. Das ist auch blöd. Okay. Ich mag das ehrlich gesagt nicht so Sternchen im Namen. Ich nehme einfach das Übliche. Einmal das Übliche. Danke. Ah, schwupp. Schwupp habe ich, glaube ich, nicht. Verdammt. Okay, oh, die Geschichte ist frei erfunden und jetzt kann ich ja wieder auf mein anderes wechseln. Genau. So, hier haben wir nämlich das. Übrigens, die Cutscenes sind englisch vertont, weil ich die deutsche Sprachausgabe zwar habe, aber sie irgendwie da nicht reinbekommen habe. Dafür haben wir Untertitel. Hört einfach selbst.
Daddy? Daddy? Where are you going? Daddy? 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 You? Oh, das arme kleine Mädchen. Und dann war er weg. Wie alt war sie wohl in dem Alter? Als sieht das ein bisschen aus wie... So Lukes Alter oder jünger? Nein. Jünger als Luke. Das sieht so 3 oder 4 aus. Doch. Ich denke eher 5 oder 6. Nein, die Tochter von der Freundin von meiner Mutter ist auch 3 oder 4 und sah genauso aus. Wie ein Anime-Charakter? Nein, aber so in dem Alter. Der hat da auch so ziemlich lange Haare. Ja, hier sieht sie aus, als könnte sie ein bisschen über 10 sein und hat eine eigene... Naja. Right then. Also gut. Ich könnte alles Mögliche sein vom Alter her. Es ist echt schwierig zu sagen bei solchen. Schwupp! Weißt du, weil. Ja. Was hatte sie wohl in ihrer Tasse? Kaffee oder Tee? Tee. Das ist ein Mindere. Wie lange geht der Stream? So lange, wie wir Bock haben. Ja. Und das war My journey as a detective starts here. Starts here. Ja, ich finde den sowas von... 5 3/4. Sie ist 5 3/4. Nee, sie ist 9 3/4. Ja, eben so 4 bis 5. Also 4 oder so ein Foto. Niemand weiß, wer das ist. Oh nein, ich weiß, welches Foto das ist, das hier rumzeigt. Stimmt. Sie fragt bestimmt rum, habt ihr meinen Papa gesehen? Mhm. Aber da würden die meisten wahrscheinlich nicht mit dem Kopf schütteln, weil die ihn kennen. Ja. Hm. Oh. Aber das ist ja nur so, das ist auch so wie in Wilhelms So, ja, wir machen das nochmal von vorne, denn jetzt geht eigentlich die richtige Aufnahme los, also das richtige Liebe Let's Play. Lucy, ich habe eine Detektei in einer von Londons angesagtesten Straßen eröffnet. Das ist wahrscheinlich echt mies, wenn ich jetzt die Cutscenes auf Englisch habe und der Rest im Spiel deutsch vertont ist. Nee, aber ich weiß nicht, wer Lucy ist. Vielleicht ihre Schwester? Ja, wer könnte Lucy sein? Aber sicher, dass das... Mal gucken, wie es weitergeht. Wir lösen jedes Rätsel. So lautet das Motto der Detektei Layton. Aber ich weiß nicht, Lucy, wer könnte Lucy noch sein? Also, ich glaube nicht, dass es die Mutter ist. Wer nennt denn seine Mutter beim Vornamen? Welche aus meinem Jahrgang? Ja gut, welcher normale Mensch denn? Sind normale Menschen. Okay, weiter. Stimmt, wenn sie keine normalen Menschen wären, dann wären sie ja... Ja. Ich bin ganz gespannt darauf, welche Rätsel mich erwarten. Na, dann bin ich auch mal gespannt. You must come and visit me if you have the time. Nein. Yours faithfully, Catriel. Nein, weil das ist jetzt wieder so dieser Wechsel zwischen Deutsch und Englisch. Achso. Das finde ich gerade etwas irritierend auch selber. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Soll ich doch versuchen, mal die Cutscenes ins Deutsche dann... Also ich hab ja lustigerweise die Möglichkeit, die Cutscenes ohne Dub aufzunehmen. Sequenz. Und ja. Phew. There, all done. Hey, you there! Who said that? Was it you? Can you really solve any mystery? Oh, a talking dog. You're not surprised? It's only talking. Only talking? Is it true? Huh? I want some proof. Can you really solve any mystery? Seeing you hang that sign gives me an idea. Let's see you try your paw at this puzzle. Schwupp! So, und jetzt, wer kriegt das Rätsel schneller gelöst? Hey! Ich bin noch nicht mal fertig mit durchklicken. Also wir müssen da irgendwie eine... Irgendwie uns Regeln ausdenken. Ich krieg das nicht hin. Oh Mann! Nein! Du bist bestimmt eh schneller, weil ich muss hier gerade immer wieder drehen.
Ja, eben. Na, wir wussten ja eh die Antwort schon. Ja, aber bei mir haben sie jetzt den Sound nicht. Ja. Das habt ihr dann bei ihm. Genau, also das wäre jetzt gemein, das wäre jetzt echt mies, zweimal Sound zu haben. Also, das würde irritieren und deswegen habt ihr meinen und das meiner ist gehört zur linken Seite. Ja, und meiner ist. Weil ich bin, weil wie jeder weiß, bin ich Linkshänder und so. Und deswegen bin ich links. Ich sitze an deiner rechten Seite. Genau. So. Okay, also die ersten paar Rätsel, die wären wohl. Die ersten drei Rätsel müssen wir jetzt eigentlich nicht so. Ja. Korrekt, das Schild ist repariert und das Geschäft hat wieder geöffnet. Bla bla bla. Pikarat, was sind Pikarat? Egal. Egal, wissen wir. Ja. Pikarat, ja, Rätsel zum Index hinzugefügt, ist klar. Alright. You seem to be up to scratch. Thank you. Thank you. Why don't you step inside? Ob das Video diesmal wieder hängt? Ich hoffe nicht. Jedenfalls bei mir nicht. Noch. Nee, du bist noch nicht an der Stelle, wo was eigentlich passieren würde. Look at me. It's obvious. What? I'm a talking dog. Yes, I can see that. And? All right then. And I have total amnesia. Ah, a dog with amnesia. If I could just remember my parents, it might make more sense. I feel like I'm me, but not really me. I don't even know if I'm pedigree. Is that all? No, that's not all. I want you to find out also why an der Stelle würde es abbrechen bei mir. Okay. Und deins ist schon mal. Oh, come on. I'm a talking dog. Got anything else? A diabolical box that kills you? A letter from the future? A relic from an ancient civilization? Nothing like that? Nothing. Well... Die Geschichte this is my first inquiry. Dann ist es noch schöner. Perhaps it's fate. All right then. Any clues? Well, not everyone can hear me talking. Some can, some can't. It's very rare to find someone who can, actually. That dog! It just spoke! Ooh. And here's another rare someone who can hear you talk. Who's this? Apparently, he's my assistant. I told him I don't need help, but he won't listen. Everly dogged. No one wants that. What's all this about, Miss Layton? This talking dog wants me to solve the mystery of who he is and where he comes from. So, we've had our first inquiry. Incredible, miss! Such a fascinating case from day one! Your reputation obviously precedes you! So, I don't believe you told me your name. Ernest! Ernest Greaves, miss! That's just what he's like. I see. Have I said something wrong? Anyway... I can't even remember my own name. Well, do you remember anything else at all? I've got a vague memory of a tower or something falling down, and then lightning flashing across the sky. That's it? Mm, goodness, golly, not much to go on, is it? Who asked you? It certainly isn't. I've no other cases at the moment, so why not? I'll do what I can. You will? Well, that's great! Oh, but I must insist on my fee, even for man's best friend. Oof, I'm not poor. Well, here's the paperwork then. Now, you'll need a name. How about Shirl? Shirl? You said you can't remember your name. So, I've thought of one for you. With inspiration from the famous Sherlock Holmes. It really suits you. Oh, that's splendid, sir. Being named after such a prestigious figure, I mean. Like I said, who asked you, anyway? Look. Here. Sherl O.C. Combs. Sherl is a great name. For a girl. Don't yap, Sherl. Stop calling me that. Surely, there's no need to get angry. Kat, are you in? Ah. Sie nennen sie auch beim Spitznamen Kat. Hm. Inspector Hastings. So, ja, ich möchte speichern. Mal wieder.
Ja, da. Möchtest du folgende Speicherdatei überschreiben? Nixido. Komischerweise, wenn ich hier ein Ü drin habe, dann ist es wieder normal angezeigt. Hm. Ja. Hi. Hi. So. Johoho.